Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtmagazins Zweibrücken. Auch in dieser Woche haben wir wieder spannende Themen über Aktivitäten in der Region für Sie vorbereitet. Und das sehen Sie heute. Tag der offenen Tür an der neuen Realschule Plus, Sitzung des Kriminalpräventionsrates und Einbürgerung. Neue Schulformen verwirren Eltern und Lehrer gleichermaßen. Nun hat sich die Realschule Plus auch hier in Zweibrücken durchgesetzt. Am 19. November feierte die Herzog-Wolfgang-Realschule Plus einen Tag der offenen Tür und stellte die Schulform einmal ganz genau vor. Auf die Eltern, Schüler und Lehrer kommt einiges an Neuerungen zu. Zum einen wird die Realschule Plus auf drei Felder aufgeteilt. Im Angebot befinden sich dadurch eine integrierte Realschule, eine Ganztagsschule und eine Schwerpunktschule. Zusätzlich kommt eine neue Fächerkombination und die Möglichkeit, ab der 6. Klasse Wahlpflichtfächer zu wählen. Dazu gehören Hauswirtschaft, Sozialwesen, Technik und Natur, Wirtschaft und Verwaltung und Französisch als zweite Fremdsprache. Da für das neue Konzept gleich drei Schulen zu einer großen Realschule Plus vereint werden, wird es keine Schulbezirke mehr geben. Veranstaltet wurde all dies im Gebäude der Friedrich-von-Schiller-Schule. Sie tritt ihren Namen zugunsten des neuen Konzeptes bald ab. Aus vielen verschiedenen Möglichkeiten entschied man sich dann schließlich, die neue Schulform Herzog-Wolfgang zu widmen. Zum einen wegen der starken historischen Verbindung von Zweibrücken zum Herzogtum und zum anderen wegen dem ehemaligen Herzog-Wolfgang-Gymnasium. Es war ein Abstimmungsprozess, war ein Entwicklungsprozess, waren auch andere Namen im Gespräch. Letztendlich haben sich die Kollegin und die Steuerungsgruppe dafür entschieden, diesen Namen zu wählen. Und das wurde auch vom Schulträger angenommen. Viel zu sehen gab es beim Tag der offenen Tür auch. Während die Kinder sich an aktiven Angeboten tummelten, konnten Eltern sich in der Cafeteria über die Zukunftspläne für den Nachwuchs austauschen. Der kann mit der neuen Schulform dann den qualifizierten Sekundarabschluss 1 oder die Berufsreife erlernen. All dies betrifft die Schüler des kommenden Lehrjahres, sowohl Neuanmeldungen als auch die bisherigen Klassen. Alle werden einen der neuen Abschlüsse erhalten. Die jetzigen Schulen wird es dann nicht mehr geben. Egal wie die Entscheidung ausfallen wird, die Realschule Plus wird kommen. Für Eltern und Kinder ist es nun an der Zeit, alte Hindernisse zu überwinden und neue Höhen zu erklimmen. Viel Erfolg im neuen Schuljahr. Die Sicherheit steht bei der Lebensqualität weit oben, wenn nicht sogar an erster Stelle. Für unsere Sicherheit sorgt normalerweise die Polizei. Doch auch das Vorbeugen von Kriminalität und das Verständnis für andere sind wichtige Faktoren in unserem Leben. Bei der Sitzung des Kriminalpräventionsrates Zweibrücken erfasste man eine Statistik über die kriminellen Aktivitäten im letzten Jahr, wie man dagegen vorging und welche Vorbeugungsmaßnahmen im kommenden Jahr durchgeführt werden sollen. Am 22. November versammelten sich die Vertreter der Arbeitskreise dazu im Rathaus. Das letzte Jahr erwies sich als sehr arbeitsintensiv. In Bezug auf die Jugend ging man unter anderem auf die Projekte an den Schulen ein, wie die Feuerwehrvorführungen an der Berufsschule und am Helmholtz-Gymnasium. Der Bericht des Arbeitskreises für Integration konzentrierte sich auf vier Aktivitäten in diesem Jahr. Große Unterstützung gab es dabei vom Jugendzentrum. Das beherzte Engagement des Arbeitskreises für Integration wurde vom Plenum gelobt.
Ausschlaggebend im Arbeitskreis der Senioren war im letzten Jahr, dass die AG Senioren und die Sicherheitsberater zusammengeführt wurden. Dies habe sich positiv ausgewirkt. Außerdem wurde unter anderem die Überquerung von Straßen für Rollstuhlfahrer erleichtert. Dies warf auch ein anderes Thema auf. Auch die Polizei ging besonders auf die Verkehrssituation ein. Es ließe sich eine mangelnde Verkehrsdisziplin beobachten. Sowohl in Straßen als auch in der Fußgängerzone von Fahrern und Fußgängern. Im Vergleich zum letzten Jahr hatten sich Unfälle und Diebstähle im weitesten Fall konstant gehalten. So gab es zwar keine Verschlechterung, allerdings auch nur wenige Verbesserungen. Dies liegt zum Teil am spärlich besetzten Personal der Polizei. Sie kennen bestimmt die Aktion Wer nichts tut, macht mit, die wir ja letztes Jahr auch schon mal durchgeführt haben. Und hier kann ich an den Bürger nur appellieren, dass er sich einbringen sollte, wenn er Zeuge einer Straftat geworden ist. Ich weiß, wie schwierig das für den Einzelnen unter Umständen sein kann, weil er negative Erfahrungen gemacht hat. Aber die Polizei allein wird die Straftaten nicht nur dadurch geklärt kriegen, dass wir ermitteln, sondern wir sind auf Zeugen angewiesen, die uns helfen, solche Taten aufklären zu können. Im Durchschnitt gab es eine relativ hohe Aufklärungsrate beim Polizeipräsidium Westpfalz. Noch wichtiger als das Resümee jedoch war die Planung, wie man zukünftig gegen die Kriminalität vorgeht. Im nächsten Jahr möchte die Polizei unter anderem verstärkt am Flughafen agieren, sofern dieser neben Emsheim noch bestehen bleibt. Ein Raum für die Flughafenwache ist bereits gemietet. Was die Zukunft für die Pläne bringen wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Hoffen wir jedoch auf ein sicheres Zweibrücken, in dem, wie Oberbürgermeister Helmut Reichling es sich wünscht, auch eine nackte Jungfrau nachts mit einem Kessel voll Gold durch die Fußgängerzone laufen kann. Was ist für Sie Heimat? Ein Dach über dem Kopf, ein warmes Zimmer im kalten Winter oder einfach nur das Zusammensein mit der Familie? Viele Menschen haben dies, sind ihrer Heimat jedoch fremd. Eine Menge Einwanderer hatten in Zweibrücken schon länger ein Zuhause gefunden. Doch erst seit dem 23. November können sie Deutschland endlich Heimat nennen. 17 Neubürger begrüßte Oberbürgermeister Professor Dr. Helmut Reichling an diesem Tag. Viele von ihnen haben einen langen Weg auf sich genommen und kommen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt. Die Palette erstreckt sich über europäische Staaten wie Bosnien bis hin zu Tunesien oder Afrika. Gemeinsam bringen die Neudeutschen 11 Herkunftsländer zusammen. Für jeden von ihnen gab es ein Exemplar des Grundgesetzes und eine Einbürgerungsurkunde. Ihr Gelöbnis konnten die Neudeutschen wahlweise auf weltliche Art, die Bibel oder den Koran abschließen. Oberbürgermeister Helmut Reichling betonte an dieser Stelle, dass beide Bücher bei ihm zu Hause im selben Schrank stehen und sich nichts tun. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung vom Schulorchester der Mannlich-Realschule. Für viele von ihnen ist dieser Tag etwas ganz Besonderes. Ich freue mich so viel. Die Frau Zweibrücken, sie hat ihre Arme, ihr Herz für uns geöffnet, die Einbürgerung gegeben und wir sind ober glücklich. Es ist heute ein besonderer Tag. Ich habe immer gesagt, seit 12 Jahren lebe ich in Zweibrücken und fühle ich mich wie meine Heimat, wo ich geboren bin. Und dann habe ich immer gesagt, dass bei der Arbeit oder mit Arbeitskollegen und sowas, da habe ich immer gesagt, ich bin einer Zweibrücker. Das ist das Wort, die schon vor fünf Jahren in meinem Mund rausgekommen ist. Seitdem fühle ich mich wie ein Zweibrücker. Und heute, da war letztendlich der Tag, wir sind Erster geworden.
Was die Zukunft für die neuen Staatsbürger bringen wird, kann niemand sagen. Doch für den Moment hat Zweibrücken 17 Menschen eine neue Heimat geschenkt. Liebe Zuschauer, leider ist unsere Sendezeit nun auch schon wieder vorbei. Hoffentlich konnten wir Sie auch in dieser Woche mit interessanten Themen der Region informieren. Mein Name ist Jeffrey Akpoogu und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.